Mahlzeit miteinander. Ja, natürlich war ich mal wieder im Getränkefachmarkt meines Vertrauens beim Globus Getränkemarkt in Mühldorf. Und ja, ich habe heute was Besonderes mitgebracht, habe ich vorher noch nie gesehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, das ist bestimmt eine gute Gelegenheit, um einfach ja, mal was komplett anderes vorzustellen. Ja, heute habe ich das Trabi Deluxe 500 Kubik Zentimeter Dosenbier. Ja, aussagekräftig mit dem Beutel da drauf. Das ist auf jeden Fall ein Trabi. Ich denke, ihr wisst alle, was ein Trabi ist. Für die, die das nicht wissen, ja, aus der DDR sozusagen, das Auto, das es da gegeben hat. Komplett aus Babadeckel. Ja, und das Bier, das kommt aus Zwickau, gebraut von der Mauritius Brauerei GmbH. Wir haben hier ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,0%. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön beschrieben, ganz witzig. Genau, was steht jetzt da noch drauf? Sonst ist das eigentlich alles, was mir. Sonst steht nicht viel drauf. Also mehr Informationen kriegen wir nicht. Wir haben hier ein Vollbier. Jetzt denke ich mal, dass ich die Dosen aufmache und einmal einen Schluck nehme. Okay, erster Schluck, sagen wir okay. Schauen wir uns die Farbe und dann schauen wir. So, also das, was ich jetzt da schon mal erahnen kann, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also wir haben hier goldgelbe Farbe, ja, schon relativ grobporiger Schaum, noch hat er Bestand, denkt er heute schon noch durch. Kohlensäuregehalt ist eher im unteren Bereich anzusiedeln, aber ich denke mal, ja, geht schon als gutes Helles durch. Jetzt nehmen wir mal einen Schluck. Okay, mir fällt total schnell auf, da kommt nicht viel. Da kommt wirklich nicht viel, schmeckt sehr lasch, sehr wasserig. Ein bisschen kommen die bitteren Noten durch, aber ganz niederschwellig. Man hat eher so einen fahlen Geschmack auf der Zunge, auf der Zungenspitze. Der bleibt, der geht nicht weg. Ha, okay. Wasserig, fad, bisschen, ja, muss ich sagen, abgestanden schmeckt's. Tut mir jetzt leid, aber das ist jetzt gar nicht meins. Also, da habe ich auf jeden Fall schon bessere Sachen getrunken. Vielleicht soll das auch den ja, typischen DDR-Geschmack haben. Man hat nichts gehabt, man hat das Beste draus gemacht. Muss ich tatsächlich sagen. Lustige Dosen, aber der Inhalt ja, ist jetzt einfach ja, nichts Besonderes. Unter der Durchschnitt, würde ich sagen. Überzeugt euch gern selber. So eine Dosen kann man gerne mal sammeln. Muss man ja nicht aufmachen, kann man sie ins Regal stellen. Das ist aber dann schon alles. Ich werde es trotzdem jetzt halt nochmal irgendwie abhauen. Ich sage Prost und bis zum nächsten Mal.